Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldorodon zu einem neuen Part. Pokémon, die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Im letzten Part haben wir uns hier auf Route, keine Ahnung, irgendeine Route hinter der Nuggetsbrücke durchgekämpft. Heute fehlt nur noch dieser eine Trainer und dann können wir Bill, den Boxenersteller, treffen. In seinem Ferienhaus. Los geht's mit dem ersten Kampf in diesem Part. Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch. Göre möchte kämpfen. Dann soll die Göre einen Kampf bekommen. Topsy. Dann versuch's mal mit Ruckzuckhieb. Könnte klappen. Naja. Attacke ist nicht effektiv, Topsy hat KP verloren. Windstoß, vielleicht bringt das ja ein bisschen was mehr. No, kann man so sagen. Die Attacke ist nicht effektiv, Topsy hat KP verloren, die übliche Sache. Windstoß, was ist effektiver, Windstoß oder das andere? Wir werden das vermutlich nicht herausfinden. Ich denke, Windstoß war das bessere. Oha, wie scheiße geschwächt ist mein Team. Sehr geschwächt. Ah, gut. Sie müssen diesen Kampf noch irgendwie schaffen. Also, halt durch, Taubsi. Ich meine, mein Taubsi. Also, nicht durchhalten. Verlieren. Geh zu Boden, gegen auch das Taubsi. Level 18 und noch ein Pokémon. Das kriegen wir hin. Noch ein gegnerisches Pokémon sollten wir schaffen. Was ist denn hier los? Glumanda besiegt, Kleinstein besiegt, Pikachu besiegt, Taubsi auch besiegt, Schmetbo angeknackst. Und gekratzt, wo er. Ruckzuckhieb. Attacke ging daneben. Absorber. Okay, ich hätte einen Trank einsetzen sollen. Ist nicht effektiv. Okay. Haben wir denn hier irgendwo noch einen Trank? Nein, wieso habe ich keinen Trank? Wieso habe ich keine Tränke in meinem Vorrat? Gibt's doch ja nicht. Wie kann man keine Tränke in seinem Vorrat haben? Ist doch absolut kacke. Ja, zum Glück habe ich noch Smetbo. Also wenn Topsy K.O. geht, habe ich noch ein Ass im Ärmel, was mir helfen könnte, um die Raptor zu besiegen. Aber hat sich. Topsy hat's geschafft. Zwergi besiegt Göre. Ich bin nicht neidisch. Zwergi gewinnt 195 Pokémon und geht sich gleich aus dem Kampf gegen. Was? Hey, Taubsi entwickelt sich. Auch gut. Müsste sogar die erste Entwicklung sein, die wir hier sehen. Im Let's Play. Taubsi wurde zu Tauboga. Weil Raupi haben wir ja ausgelassen. Das habe ich offscreen trainiert. So, dann wollen wir mal hier rein. Küstenhaus, hier wohnt Bill. Dachte ich mir schon. Moin, wer bist denn du? Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keines. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémoniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Na klar, helfe ich dir. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Okay. Ich starte das Zellteilungsprogramm.
Zwergi hat den Zellseparator in Gang gesetzt. Und was passiert? Oh, das sieht doch aus wie Bill. Klasse, danke Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein, das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Zwergi erhält ein Bootsticket. Und was soll ich mit einem Bootsticket? Ich hätte gerne Zerschneider. Das wäre mir viel lieber. Naja, Zerschneider werde ich wohl erstmal nicht kriegen. Wären kann man sich denn normalerweise eher weniger? In Urania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MS Anna. An Bord befindet sich nun Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du Lust hinzugehen? Ja, aber sowas von. Eine Party auf dem Schiff ist doch immer das Beste. Aber wo kriege ich jetzt der Schneider her? Ich habe, wie gesagt, mal recherchiert im letzten Part, zwischen den beiden Parts, jetzt hier zwischen dem letzten und diesem Part. Und ich habe ehrlich gesagt nichts rausgefunden. Ich habe auf YouTube mal so ein paar Parts geguckt zu Pokémon Gelb und Pokémon Blau und Pokémon Rot. Aber zu Zerschneider habe ich jetzt erstmal nichts gefunden. Also müssen wir wahrscheinlich erstmal ohne zurechtkommen. Vielleicht geht das sogar klar. Oh, hier hat sich was bewegt. Da hat sich die Polizistin von der Tür wegbewegt und hat sie freigegeben. So, dann werden wir mal gucken, was in diesem Haus los ist, was da vor sich geht. Jetzt kommen wir ja rein. Die Polizistin versperrt uns nicht mehr den Weg. Leute, hier wurde beraubt. Ja, den Text kennen wir. Team Rocket steckt dahinter. Die Polizisten können es nicht finden. Ja, dann stellen wir ihn mal zur Rede. Team Rocket braucht den Schaufler sicher für irgendeine Schandtat. Ach, die haben das Item Schaufler geklaut. Der ist gemeine Team Rocket. Hör dir an, was sie wieder verbrochen haben. Lesen kann ich auch nicht. Sie haben den Schaufler gestohlen. Eine TM, mit der Pokémon Löcher in den Boden graben können. Der Schaufler war sündhaft teuer. Ja, guten Tag. Ich bin nicht von der Polizei, aber Junge, du sollst dich nicht im Hinterhof von jemandem aufhalten. Warum fliehst du denn nicht? Lass da den Weg frei. Meine Güte. Und die Polizei ist so doof, dich zu fangen. Geh, hey, bleib draußen. Du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Glaubst du mir nicht? Nein, ich glaub dir das gar nicht. Du stehst seit 3-4 Tagen dort hinten in dem Hintergarten und die Polizei da vorne, die denkt, du bist einfach Gartentourist oder sowas ähnliches. Ich weiß nicht, was mit den Polizisten hier los ist, aber scheinbar sind die hier alle komplett inkompetent. Zum Glück haben sie mich jetzt mal durchgelassen. Und dann kann ich dir mal zeigen, was es hier heißt, jemanden auszurauben. Naja, Team Rocket ist jetzt für Team Rocket nicht ungewöhnlich, dass die Raub durchführen, dass die Leute beklauen. Los! Setz doch irgendwas ein, Kleinstein. Was ist denn hier los? Kleinstein wurde besiegt. Pikachu vielleicht? Ich habe meine Reihenfolge noch auf Training. Das heißt, der Schwächste ist ganz vorne, damit er trainiert werden kann. Karatschlag. Oh, weia. Okay, es zieht wirklich was ab, aber ich hoffe, Pikachu hält das aus. Los! Pikachu!
Du wirst das doch wohl hinkriegen. Los, Donnerschnock. Donnerschnock, genau. So, noch ein Pokémon. Und ich habe immer noch keine Tränke. Wieso habe ich immer noch keine Tränke? Ab zum Supermarkt und mir mal was holen. Oder was? Donnerschock. Das krieg ich da nicht mehr hin. Nein, Pikachu ist besiegt. Jupp. Das war's dann mal. Los, Tauboga. Das ist eins meiner stärksten Pokémon. Oh, Tauboga, stimmt. Hat sich ja entwickelt. Ist kein Taubsi mehr. Ist jetzt ein viel cooleres Pokémon. Aussetzer. Was willst du denn mit Aussetzer? Ruckzuckhieb setze ich dagegen. No, ja. Die andere Attacke wäre besser gewesen. Windstoß. Wasserattacke blockiert. Was? Da ein Sandwirbel. Die Verteidigung sinkt. Ruckzuckhieb. Was ist blockiert? Ha. Scheinbar doch nicht. So, Traumato wurde besiegt und Team Rocket wurde besiegt. Zumindest der Team Rocket Rubbel, der hier die Schaufel geklaut hat. Okay, ich gebe auf. Ich verschwinde. Deswegen gewinnt 510 Punkte und geht gleich aus dem Kampf hervor. Okay, ich gebe dir die gestohlene TM zurück. Zwergi erhält TM 28. Ich gehe wohl besser. Tschüss. Leute, ich habe eure TM wieder. Fröhliche Nachricht. Was weg ist, ist weg. Ich werde dich dabei bringen, ohne den Schaufner zu graben. Ich habe aber die TM, die ist nicht weg. Hier hast du sie. Hier, nimm. Zurück, jetzt braucht den Schaufler sicher für irgendwie eine Schandtat. Jetzt brauchst du sie gar nicht mehr. Ich habe sie geklaut. Ich habe sie zurückgeklaut. Ich habe sie zurückgeholt. Hier. Polizei. Leute, hier wurden beraubt. Okay. Ja, wollen sie nicht haben. Behalte ich es halt. Ist ja auch wieder logisch. Da klaue ich jetzt das Schaufler. Aber die wollen es ja nicht wieder haben. Macht Sinn. Dass die Polizei jetzt nicht hinter mir her ist. Ich wollte es ja zurückgeben, Leute. Aber die wollen es ja nicht. Wer nicht will, der hat schon. Wer nicht isst, ist satt. Das hat meine Oma mal gesagt. Wieso? Dann behalte ich die Attacke eben. Kriegt ihr die TM halt nicht zurück. Soll mir recht sein. Kommt ohne klar. Ihr könnt aber auch gerne euer Haus mal wieder aufräumen. Das ist irgendwann mal wieder in Ordnung. Ja, von mir aus könnt ihr das auch so lassen, wie ihr wollt. Ja, von mir aus, Leute. Ach, macht, was ihr wollt. Ach nee. Mist, ich hätte da einmal... Oh, ich hätte einmal rechts gehen müssen. Wer es nicht im Kopf hat, der hat es in den Beinen. Hat auch meine Oma gesagt. Und recht hat sie. So, und wir werden jetzt mal hier mal zur Pokémon-Pension runtergehen, weil ich das weiß. Ja, wie gesagt, ich habe schon ein paar Parts geguckt. Vorhin hat mich schon spoilern lassen. Ein bisschen. Aber nicht sehr viel. Hier ist die Pokémon-Pension. Ich leite dieses Pension. Soll ich eins deiner Pokémon großziehen? Ja, normalerweise mache ich das gern, aber ich habe gerade kein Pokémon mit, das großgezogen werden könnte. So. Ich werde mal hier hineingehen. Und dann seht ihr das hier. Ich schiebe hier Wache. Oh. Ich bin so durstig. Halt, stopp. Der Durchgang ist gesperrt. Ja. Da können wir nicht durch. Erst müssen wir den Wachen ein Trink-Item geben. Irgendwas zu trinken. Erst dann können wir hindurch. Aber zum Glück gibt es ja hier so etwas. Nennt sich Tunnel. Besitzt du einen Taragosso? Willst du es gegen Machschock tauschen? Nein, besitze ich einen Taragosso und ich will es auch nicht tauschen. Selbst wenn ich es hätte.
Pikachu. Das fühlt sich schon sau wohl in unserem Team. So, und hier soll es sehr viele Items geben. In diesem Tunnel. Heißt das zumindest. Ich such mal ein bisschen nach hier. Ich krieg mal ein bisschen die Art-Taste kaputt. Ich glaube, letztendlich gab es nur ein Item hier zu finden. Habe ich zumindest ein paar von jemand anderem gesehen. Immer noch nicht mehr. Okay, nochmal ein drittes Mal Pikachu anklicken. Scheint nichts zu geben hier. Ich drücke heftig A. Aber ich krieg nicht mal ein Item. Naja. Weil die Sache ist, dass, ja, sie sagte jetzt, schon viele Leute haben Dinge auf dem Tunnelpfad verloren. Demnach müsst ihr auf dem ein paar Items rumliegen, oder? Müsste eigentlich so sein. So. Hier haben wir was? Hier haben wir wieder den Durchgang. Der sagt, glaube ich, dasselbe. Ja. Ich schiebe mich an Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp. Der Durchgang ist versperrt. Ja. Und da kann man erst durch, wenn man denen was zu trinken besorgt hat. Ich bin tatsächlich auch gerade durstig. Ich muss aber auch leider erst damit warten, bis dieser Part vorbei ist. Man findet hier draußen nicht viel Käfer. Irgendwie nicht. Ich glaube, dass man sogar hier im hohen Gras einige Käfer finden kann. Nicht? Ich würde es drauf wetten, dass man im hohen Gras vor allem hier so in so einer Landschaft jenseits eines Tunnels durchaus auf einen Käfer-Pokémon treffen könnte. Okay, gut, bringt es offensichtlich sehr. Mal sehen, ob ich das hinkriege und man das vergiftet. Das ist natürlich spitze, wenn ich noch einen langen Weg gehen muss. Den Schuss, ich setze nochmal Glut ein. So, dann haben wir es. Und Nino besiegt. Und Glumanda. Auch schön. Kriegt da hoffentlich mal ein neues Level. Nicht? Muss noch weiter kämpfen. Graupi. Okay. Mal sehen, ob das was wird. Ja. Ach ja, ich wollte mir eigentlich Tränke besorgen. Naja, mache ich in der nächsten City. Erinnert mich mal dran, dass ich mir Tränke besorge. Joa. Pokémon-Kämpfe sind so ein bisschen, ja, ganz schnell langweilig. Für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich mag die Story-Sachen lieber, habe ich ja schon oft gesagt. Ich liebe es eher so, die Dialoge zu sprechen im Let's Play und die Routen abzuwandern. Alles außerhalb von den Kämpfen. Kämpfe sind mir ein klein wenig zuwider, aber ja, solange es noch erträgliche Kämpfe sind, solange sie nicht zu schwierig sind, gehören sie ja irgendwie mit zur Story und Pokémon ohne Kämpfe, ja, wäre halt nicht Pokémon. Wäre dann halt Pokémon Snap oder sowas ähnliches. Hat man bei Pokémon Snap Kämpfe? Ich glaube nein. Pokémon Ranger, das war's noch. Da hat man auch keine Kämpfe gehabt. Ja, ich bin vergiftet. Das ist natürlich ordentlich beschissen. So zwei Turteltäubchen dort am Wegesrand. Glumanda wurde besiegt. Schön. Brauche ich mich mit dem jetzt nicht mehr rumzuklären. In seinem Vergiftungszeugs. Dich habe ich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Boah. Zumindest ein Pokémon. Ja, zumindest stärker als du. Also, das kann ich dir schon mal sagen. Ein Smetbo. Nee, ein Kleinstein. Naja, gut. Mein Kleinstein ist ein wenig schlechter. Kleinstein schläft. Schön für ihn. Ich werde ihn mal austauschen gegen Pikachu. Kleinstein kommt zurück. Pikachu. Stachelsbohre. Ja, gut. Was, Pikachu paralysiert? Geht das überhaupt? Ist doch selbst Elektro. Geht scheinbar auch bei Elektro-Pokémon. Pikachu ist verwirrt.
Was paralysiert und verwirrt? Was soll denn der Mist? Das Problem ist, ich weiß, was Metro kann, deshalb macht es mir ein bisschen Angst. Diese ganzen Attacken, die die Paralyse oder den Schlaf ermöglichen, ist dann doch effektiv in einem Kampf. Superschall, na gut, das ist jetzt nicht so gut, aber Stachelsporo oder Schlafbruder oder wie das hieß, das ist nicht so ganz praktisch für meine Pokémon. Aber jetzt ist es besiegt, jetzt brauche ich keine Angst mehr vor ihm haben. Ja, vor Smetbo sowieso keine Angst. Erreicht Level 12. Super, Zwergi besiegt Käfersammler. Du bist ein zu guter Trainer. Ja, würde ich so jetzt nicht sagen, aber passt schon. Doppelkampf. Was, kein Doppelkampf? Kämpfen, meinst du mich? Na gut. Ich kämpfe hintereinander. Mit drei Pokémon als die Pfadfinderin. Der dahinter hat hoffentlich weniger. Tja, jetzt erledige mein Kleinstein doch bitte endlich. Oh, ist aufgewacht. Na, dann kannst du es ja mal versuchen, Kleinstein. Kannst du zumindest mal einen Mega-Hieb wagen. Okay, das sieht gut aus. Mega-Hieb? Nicht? Ging daneben. Hochzug-Hieb. Attacke ist nicht effektiv. Mega-Hieb. Ja, das sieht gut aus, könnte Kleinstein einen Sieg einbringen gegen das Taubsi. Mega-Hieb. Zack, Taubsi besiegt. Na bitte, neues Level für Kleinstein. Nein, noch nicht. Schade. Pfadfinderin setzt Taubsi ein. Ich setze weiterhin Mega-Hieb ein. Das scheint effektiv zu sein gegen Taubsi. Nur wenn die Attacke nicht daneben geht. Volltreffer. Mist. Mega-Hieb ging daneben. Ah, was soll denn der Mist hier? Los, Mega-Hieb. Kleinstein setzt Mega-Hieb ein, Attacke ging daneben. Ah, Windstoß. Wird das hier noch was werden, Kleinstein? Scheinbar nicht. Hochzugieb. Ja, gleich ist er eh kaputt. Dann können wir das nächste Pokémon nehmen. Kaputtes Kleinstein. Ich meinte natürlich K.O. Los, einmal schaffst du noch. Mega-Hieb. Nein. Ach Mensch, Kleinstein, was ist los mit dir? Hätte ich Sandwirbel sprechen kann ich auch nicht mehr. Ich werde heiser. Ein Sandwirbel meinte ich oder so ähnlich. Kleinstein wurde besiegt. Pikachu. Her mit dir. Donnerschock. Komm schon. Ist doch definitiv machbar. So, Kleinstein Level 16 besiegt. Quatsch, Taubsi Level 16. Erreicht Level 18. Schön, schön. Schön, schön. Schön, schön. So, Fahrt von Rand setzt Taubsi ein. Einmal Donnerschock. Es könnte unter Umständen effektiv sein auf das Taubsi. Donnerschock. Ja. Kann man wohl als effektiv bezeichnen. Hochzugieb. So, Taubsi besiegt. Kommt noch ein Pokémon? Nein, Zwergi besiegt Pfadfinderin. Das war's. Das hat nicht ganz geklappt. Zwergi gewinnt 320 Pokémon und geht siegreich aus dem Kampf gegen Pfadfinderin hervor. Und der nächste. Hört ich da jemandem von Kämpfen sprechen? Ja. Deine Pfadfinderin, da neben dir. Pfadfinder möchte kämpfen. Der hat nur zwei Pokémon. Na dann her damit. Ein Habitak. Los, Pikachu. Das kriegst du fertig. Das kriegst du hin. Donnerschock. Ja. Das bringt was. Habitak ist paralysiert. Rutenschlag. Naja, das wollte ich jetzt nicht.
Und das andere darüber. Die effektive Ansage, die Ruckzuckhieb fängt zwar auch mit RU an, aber ist dann doch etwas schlechter. Ruckzuckhieb! Los, mach fertig! Was? Nicht fertig gemacht. So, dann noch einmal. So. Hätten wir. Hab ich das besiegt? Der nächste bitte. Radikal. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Das kriegen wir noch mit Pikachu hin. Donnerschock. Na komm. Noch einmal Donnerschock. Ich weiß, vielleicht schaffst du es nicht mehr ganz, aber. Uha! Das bringt ja fast gar nichts. Donnerschock gegen Radikal. Naja, fast gar nichts. Sieht anders aus, aber. Bringt wenig. Weniger als erwartet. Okay. Ich könnte es trotzdem noch hinkriegen. Nö, konnte ich nicht hinkriegen. Pikachu ist besiegt. So, dann holen wir mal Tauboga heraus. Tauboga Windstoß. Los, Windstoß. Du schaffst es. Ja, na. Noch ein bisschen. Einmal hochzugeben noch und dann haben wir es. Perfekt. Radikal wurde besiegt, Zauberer erhält EP-Punkte und erreicht Level 19. Zwei besiegt Pfadfinder. Ich hätte es besser überhört. Zwei gewinnt 320 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Pfadfinder hervor. So, das sieht schon nach der nächsten Stadt aus. Das sieht aus nach Orania City. Wenn ich mich nicht komplett irre. So, irgendwo ein Ortsschild. Könnte sehr Orania City sein, ja. Ist am Wasser. Irgendwo ist ja eine Fähre, ja. Ist Orania City. Wird schon sein. Orania City, die Hafenstadt der einmaligen Sonnenuntergänge. Ja, ist Orania City. So, dann würde ich mal sagen, weiter geht's hier im nächsten Part. Ich lade hier nochmal schnell mein Pokémon-Team auf im Pokémon-Center von Orania City und dann schauen wir uns mal hier in Orania City um im nächsten Part. Bis dahin, habt noch eine angenehme festliche Zeit. Gehabt euch wohl, gebt ein Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Ein Däumchen nach unten, wenn es sein muss und es euch nicht gefallen haben sollte. Lasst ein Abo da, das ist garantiert kostenlos und ihr verpasst somit keine weiteren Videos mehr, keinen weiteren Part von Pokémon die gelbe Edition vom Zwergfürst und auch keine anderen Videos. Aktiviert das Glöckchen oben, dann kriegt ihr noch eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online ist. Ja, ansonsten teilt dieses Video an eure Freunde, damit sie es auch sehen können. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.